Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Oh, Team Rot im Rheinwald, das geht ja gut los. Ein Distanzorb, ja komm, nimm den einfach mal mit. Das geht ja sehr gut los hier, das ist doch schön. Ein Parasection nehmen wir uns. Gut. Parasex sind ja glücklicherweise das geringste Problem, wenn sie ihre seltsamen Attacken einsetzen. Ich wollte mal den hier einsetzen. Habe ich übrigens erzählt, dass wenn es einen Monsterraum auf der Etage gibt, dass man dann ja den aktiviert, wenn man so einen Orb einsetzt? Habe ich das schon mal erzählt? Ja, ne? Kommt mir auch bekannt vor. So. Pilzspore, das war's. Ich habe übrigens nichts gesagt, ja? Und da funktioniert ja auch gar nicht mehr. So viel zu diesem Einraumort. Hat ja gut geklappt. Hat ja sehr gut geklappt. Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich den mal nicht benutzt. Aber dann hätte man nicht gewusst, dass da diese... ihr wisst schon, dass da die Treppe ist. Oh, das hat... Verdammt. Und jetzt jetzt penne ich schon wieder. Und jetzt bin ich tot. Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. Fassade funktioniert mir. Ja, Fassade ist jetzt auch nicht so die Attacke, auf die ich vertraue. Bin ich ganz ehrlich. Was haben wir denn hier so? Wandelorb? Zwei Wandelorbs. Das sieht doch gut aus. Da können wir mal nervige Pokémon mal entsorgen. Das Problem ist, wir haben keine... Das nächste. Wir haben keine Röntgenaugen. Wodurch wir sehen können, wo es landet. Da sind die Wandelorbs dann schon wieder gar nicht mehr so praktisch. Aber hey. So, du darfst jetzt einfach nur keine Pilzsporen einsetzen, dann ist alles gut. Sehr schön, das gefällt mir. Ah, so, was wir mal machen können, ist, ich benutze jetzt einfach mal den hier. Immerhin haben wir den noch. Warum also nicht nehmen? Eine kaputte Linkbox, das ist ja auch geil. Richtig lohnenswert. Und es hagelt. Hurra. Hurra, hurra, es hagelt. Hätte ich das gewusst, dass es hier hagelt. Na komm, hör auf. Hätte ich das gewusst, dass es hier hagelt, hätte ich... eine Slimekost gegessen. Ne, die esse ich noch nicht. Ich esse erstmal den Samen, um Platz zu schaffen. Hätte ich den Strahlorb hier eingesetzt. Das wäre es gewesen. Schauen wir mal hier. Ist auch kein Treppchen. Schauen wir mal nach rechts. Okay. Konfusion. Okay, Konfusion kann ich ableiten. Oh, ich wollte gar nicht nach unten. Ich wollte eigentlich schräg laufen. So. Konfusion, ja, leite ich ab. Sehr schön. Und das ist schon mal weg. Ein Altaria. Komm, jetzt Drachen-Pokémon. Wollte sich unbedingt noch Drachen-Pokémon mit uns messen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Batz, batz, ja. Ist, schwinde dich vor Hunger. Okay, yeah. Sonnenfehl ist auch... Okay, da kommt das nächste. Oh, das hat auch nicht mehr so viele Lebenspunkte gehabt, würde ich sagen. Das hat auch nicht mehr so viele Lebenspunkte. Komm, dann bist du doch auch... Nein, du bist noch nicht hinüber. Bist du jetzt... Ja, natürlich bist du jetzt hinüber. Jetzt, wo wir keine Erfahrungspunkte... Wow, wieder komplett sinnlos gewesen. Hurra! Komm, dann wird es erstmal Zeit für ein Äpfelchen. Na? Omot? Ja, Frustration ist alle, das dachte ich mir. Glücklicherweise ist Konfusion auf dich gut. Aber nicht unsere Konfusion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huch! Eieiei, hätte ich... Oh, das wusste ich ja gar nicht. So, guck mal. Dann essen wir jetzt den da. Nehmen die mit. Omot. Oh, wir müssen hier nur erstmal laufen, bis das Ding ausgeht. So, sehr gut. Das ist schon mal aus.
Jetzt kommt die Frustration. Du bist besiegt? Du bist noch nicht besiegt. Boah, das vorne Stoßen bringt nur noch eins. Wo kommt ihr eigentlich her? Gerade eben wart ihr doch noch nicht da. Ah ja, weil ich gerade eben die ganze Zeit im Kreis gerannt bin. Wegen meiner Verwirrung. Ich erinnere mich. Da war was. Charia, hallo. Und es ist besiegt. Smogok. Smogmok. Smogok, auch nicht schlecht. Ey, das musste jetzt nicht sein. Also schön, dass du dich noch selber besiegen wolltest, aber das war unnötig. Das hat mir nicht gefallen. Oh, toll, das hat ja gut geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt. Aussetzer, ja, setz dich mal selbst aus. Und meine Attacken sind alle. Gut, dann sauf ich mir mal ein. Was anderes funktioniert ja nicht mehr. Ne Parasek. Und ich beschlafe. Scheiße, das ist... Parasek. Konfusstrahl. Gut, dann verwirren wir dich. Ah ja, ich bin ja alle. Habe ich vergessen. Das hier saufen. Pilzspore. So, ich sollte vielleicht... Ich setze erstmal den hier ein. Ja, okay. Konfusstrahl auf Parasek. Sehr schön. Dann saufe ich mir ein. Den hier. Dann gehe ich hinter Parasek her. Und klatsche das erstmal weg. Damit es... Oh, verdammt! Damit es mich nicht mehr einschläfern kann. So, und jetzt speichere ich hier ab. Eieiei, dieses Spiel, ne? Der Rheinwald, der macht mich fertig. Er macht mich einfach fertig. Was anderes kann ich dazu nicht mehr sagen. Außer, dass es mich fertig macht. So. Ja, Silberhauch. Boah, One-Hit-Silberhauch. Du Mistvieh. One-Hit-Silberhauch. Ja, das wäre selbst One-Hit, wenn wir nicht angehittet wären. So, ich hoffe, es ist jetzt an uns vorbeigelaufen, dieses Vieh. Ein Raum um. Nehme ich mit. Können wir vielleicht nochmal ganz gut gebrauchen. Ich hoffe dann einfach, dass es kein Monsterraum sein wird. Auf der Etage. So. Sehr gut. Etage 90 hätten wir. Nur noch 8 Etagen, Leute. 8 fucking Etagen. Dann haben wir es. Das ist schon relativ große Räume zu sein. Das Wuchtorb brauchen wir nicht. Erdbeben funktioniert nicht mehr. Ja, können wir eh nichts mit anfangen. Sind wir mal ehrlich. Selbst wenn wir uns das beibringen würden, es würde halt nichts abziehen. Nicht mal sehr effektive Attacken ziehen ja noch viel ab. Weil die einfach viel zu stark für uns sind. Deswegen ist es so gut, dass wir Frustration können. Also wenn ich Frustration nicht gefunden hätte, ne? Stellt euch doch mal bitte einfach vor, wir hätten kein Zueigner. Stellt euch das einfach mal vor, wie das hier aussehen würde. Ja, ungefähr so würde das dann wahrscheinlich aussehen. Nur schon vor 50 oder 60 Ebenen. Ja, ist in Ordnung, Smogon. Smogmog. Habe ich verstanden. Habe ich gesagt, das hier sieht nach großen Räumen aus? Ich mache die Etage nochmal so? Okay. Das hat schon besser funktioniert. Das sieht nach sehr großen Räumen aus. Und ein Strahlorb. Das gefällt mir auch. Und ich habe noch gar nicht gespeichert. So, hier lang. Nein? Okay, dann hier hoch. Am Altaria vorbei. Das vielleicht nicht unbedingt... Okay, es ist weg. Das vielleicht nicht unbedingt... Feuerodem einsetzt oder was es auch immer kann. Kraftreserve. Wow. Beste Attacke. Okay. Okay, guck mal. Guck mal. 93. Mit 93 Etagen, da fängt der Rheinwald an. Scherox. Okay. Sollte aber eigentlich nichts können, außer Patronenhieb vielleicht.
was auf Entfernung geht, was wir nicht abwehren können. Das wollte ich sagen. Okay, okay, okay. Hier entlang. Das ist schon ein großer Raum. Die Chance ist also gut, dass es noch mehr große Räume gibt. 4 Etagen, Leute. 4 Etagen. Ein Raumorb. Monsterraum? Kein Monsterraum. Sehr gut. Omod. Damit habe ich nicht gerechnet. Daran habe ich nicht gedacht. Verdammte Axt, ey. Meter groß. Okay. Also, die Idee war gut, aber mit Omod ist die Umsetzung ein bisschen schwierig. Oh, okay. Nein, hier auf der Etage muss ich, glaube ich, nicht speichern. 2 Etagen noch, Leute. Oh mein Gott, wir sind fast da. Wir sind fast da. Hier nach unten. Letzte Etage. Die letzte Etage. Hi, Brutalander. Stürzt nicht, wenn ich das hier mache? Vielleicht gibt es ja gar keine Obot mehr. Das fände ich sehr angenehm. Hier gibt es keine Omod mehr. Hier gibt es keine Omod mehr. Oh mein Gott, Leute. Eine Sache würde ich jetzt noch gucken, ja? Ich speichere jetzt hier. Und ich gehe jetzt zu Kecleon. Hast du irgendwas Interessantes für uns? Nur Müll. Gut, dann gehe ich hier hin. Und wir haben es geschafft. Wir haben den fucking Rheinwald besiegt. Wir haben mehr gecheatet als... als ein 12-jähriger Irgendwas-Spieler. Nanu, da ist jemand. Es ist das zeitreisende Pokémon Celebi. Celebi möchte dem Team beitreten. Darf das Celebi? Ja, du sollst sogar. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wir haben's geschafft. Celebi gehört nun zum Retterteam. Wir haben es doch tatsächlich hingekriegt. Celebi wirkt glücklich. Es ist überglücklich, dass es nun ein Teampartner ist. Ich bin überglücklich, dass wir den Rheinwald geschafft haben. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es fucking nochmal geschafft. Und damit haben wir alles geschafft, was dieses Spiel zu bieten gibt. Wir haben jeden interessanten Dungeon gemacht. Wir haben alle Stories von den Pokémon. So, Celebi besuchen. Celebi besuchen. Celebi. Hallo, Celebi. Hallo, welches Level bist du? 45. Boah, dieses Biest. Dieses Biest. Wir haben's. Wir haben es. Verdammte Axt. Ich kann mein Glück kaum in Worte fassen, ehrlich. Ja, gut, Freunde. Das war's dann. Das war das Pokémon Mystery Dungeon Let's Play. Wir haben alles geschafft, was es gibt. Damit haben wir jetzt auch, glaube ich, alle Partnerareale. Aber das heißt auch, dass wir uns die alle wenigstens nochmal anschauen müssen, ne? So, wir fangen mal hier... Okay, bei Rayquaza waren wir schon. Bei Mew waren wir auch. Was haben wir denn hier? Der Sandstrand. Da müsste ein Wingull, genau, das Wingull... Ich weiß gar nicht, wo und wann ich das mitgenommen habe. Aber... Ja... Mir Wingull? Ja, eigentlich ja Wingull. Ich nenne es trotzdem Wingull. Dann haben wir noch das Eisschollenufer. Auch sehr schick. Wie gesagt, die Partnerareale sind so toll und so gut umgesetzt. Sie alle zu holen ist ein bisschen krampfig, vor allem die späteren, weil die so viel Geld kosten. Aber was soll man denn sonst auch mit dem ganzen Geld machen? So, hier im Nordmeer haben wir das Üppigmeer. Das kennen wir ja, glaube ich, schon. Kommt mir jedenfalls bekannt vor. Ja, mir kommt das sowieso bekannt vor. Dann haben wir hier noch das Mildmeer, hier ist ein Weilmeer. Das kommt aus dem Silbergraben, als ich Lugia geholt habe. Das kann ich euch genau sagen. Auch sehr schick. Der Tiefseestrom, ja, mit Lugia kennen wir. Ne, Lugia, kommt euch bekannt vor. Das müsste nur die legendäre Insel sein. Ja, die legendäre Insel. Das hier, das alte Labor. Mit Porygon. Nicht mit Porygon 2. Porygon 2 konnte ich ja nicht mitnehmen. Sonst hättet ihr das gesehen, als wir aus der Wunschhöhle raus sind. Das Kraftwerk für Magnetilo.
Interessiert euch das überhaupt? Weil das ist das Letzte, was hier in Pokémon Mystery Dungeon passiert. So, der Mystikseeboden für die Drachen-Pokémon und ich glaube auch für Fragezeichen. Eigentlich haben wir jedes Pokémon gesehen, aber wahrscheinlich Mantax oder sowas. Weil in den Dungeon waren wir noch nicht drin. Oder Lapras. Aber Lapras wohnt, glaube ich, nicht auf dem Boden. Was haben wir hier? Die Echo-Höhle? Ja. Mit Flunkiefer und Flurmel. Genau. Da die Drachenzornhöhle. Nicht besonders eindrucksvoll, sind wir mal ehrlich. Nur für Kindwurm, Draschel und Brutalander. Die Geröllhöhle. Für Dicta, Dictri, Onyx und Stalos. Dafür, dass die halt mit einem, die Geheimhöhle, da wohnt Mewtwo drin, kennt ihr also auch. Was haben wir hier? Das Frostflockental. Für Quiekel, Keifel, Schnäppke glaube ich auch noch. Logischerweise dann noch Firnontor. Was wollte ich gerade sagen? Ja, dafür, dass die Geröllhöhle und Drachenzornhöhle, dass das die Partnerareale sind, die wir durch Mission bekommen. Ein bisschen schwach, dass man da immer nur eins oder zwei Pokémon-Typen reinpacken kann, aber ja. Der Tüpfelsumpf. Hier wohnt Hydropi beispielsweise. Der Giftsumpf. Hier wohnt Slimer und wer wohnt hier noch? Hier wohnen zwei Viecher. Ach, da ist ein Schlupuck. Okay. Da muss man die Viecher erstmal suchen. So, was haben wir hier? Tiefgrünberg. Jo. Auch sehr hübsch. Klippenberg. Mit Lizzie. Die nehmen wir mal ins Team mit. Ist halt einfach Lizzie. Und dann haben wir noch den Mondlichtberg. Da wohnt unser Kumpel Jirachi. Und ein Lunastein. Auch sehr schön. Mit dieser Steinformation da. Aus der die Pokémon ihre Kraft ziehen. Der Disziplinberg. Ach, Macholo wohnt hier. Ja, schön für Kampf-Pokémon. Gefällt auch gut. Finsterkamm. Vulnona, Absol, paar Geist-Pokémon. Der Regenbogengipfel mit Ho-Oh kennen wir ja auch, ne? Haben wir auch schon mal gesehen. Kommt jedenfalls ziemlich bekannt vor. Prachtebene, unser kleiner Kumpel Bisasam, Roselia. Und ein sehr schöner Ausblick für die Kollegen. Dann haben wir hier noch die himmelblaue Ebene. Mit Farbigel und Gardevoir. Das kennen wir ja auch schon. So oft wie wir bei Farbigel waren, so oft waren wir, glaube ich, in keinem anderen Partnerareal. Die Sakralebene mit den legendären Hunden. Habt ihr auch schon gesehen. Zeige ich trotzdem nochmal. Dann haben wir hier den Schildparteich für Shiggy. Für uns. Und Krebskor ist ein neuer Kumpel. Aber wir werden auf jeden Fall Anführer. Wir beenden das Let's Play fast so, wie wir es begonnen haben. Außer, dass Lizzie halt nicht hinter uns herrennt. Und dass wir jetzt ein bisschen dicker sind als ganz am Anfang. Und auch ein bisschen stärker als ganz am Anfang. Aber ja, deswegen trotzdem mit unserem alten Team. Dann haben wir hier die Enklaveinsel für Deoxys. Hallo. Auch hübsch. Ja, hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Pilzwald. Kennt ihr auch. Ist unser Kumpel Eduard drin, den wir dann nicht mehr benutzt haben. Normalerweise nehme ich den noch immer zu Groudon und Rayquaza mit, aber habe ich diesmal nicht getan. Kumpel Celebi. Kennt ihr, waren wir gerade drin. Wandlerwald. Mit dem schön leuchtenden Stein in der Mitte. Der ist nur für Evoli und die Entwicklungen. Auch wieder ein sehr hübsches Ding ist. Zwielichtwald. Ja, sehr viele Spinnweben. Sowas wie Weberack oder Blutzug kommt hier rein. Dann haben wir hier den Vulkan. Mit der Feuerebene. Da wohnen sowas wie Flemli und Feurigel. Aber auch. Ich weiß gar nicht, was da noch so wohnt. Fukano wohnt da auf jeden Fall noch.
Dann wohnt hier Magby am Krater. Hier ist es natürlich logischerweise ein bisschen heißer als noch in der Glutebene. Vulkantiefe mit Grudon kennen wir auch. Sehr, sehr cool. Dann haben wir... Hier waren wir schon, ne? Ja, genau, hier waren wir schon. Dann haben wir hier noch die Hochebene. Das erste Partnerareal, in dem wir, das wir je bekommen haben. Den Abflugwald. Für ein paar Vogel-Pokémon. Ach, und Togepi wohnt hier auch. Ja gut, das wird ja später zum Typ Flug. Aber trotzdem. Wildwucherwald. Sichlo und Pinsir. Auch sehr hübsch. Ich hoffe, ihr habt euch Zeit mitgenommen. Energiewald. Hier wohnt sowas wie Griffel oder Mankey. Pikachu wohnt hier. Mauzi, glaube ich, auch, gell? Mauzi, ja, Mauzi wohnt hier auch. Bummels wohnt hier. Damhyplex. Eneko. Wohnt alles da. Hier haben wir den Rubbelfluss. Das kennt ihr auch. Da wohnt unser Kumpel Granimani. Da waren wir auch öfter. Das alte Selbstmord Granimani. Der Kaskadenteich. Ich weiß gar nicht, was hier wohnt. Ja, wahrscheinlich Barschwar und Kapador. Gehe ich mal stark von aus. Kann ich euch leider nicht sagen. Haben wir nämlich beide nicht gesehen. Kaulquappenteich kennt ihr auch. Quappo. Sollte euch bekannt vorkommen. So, und hier kann man auch noch zu verschiedenen Plateaus gehen. Auch sehr schön gemacht. So, jetzt wieder irgendwie zurückkommen. Ich finde es nur hier ein bisschen doof, dahin zu kommen. Sehr schön über die Seerosen, aber trotzdem ziemlich umständlich manchmal. So, was haben wir hier? Das Klüftplateau. Hunduster. Habitak. Ich habe doch gesagt, ich zeige euch das hier noch. Ihr habt nicht mal daran geglaubt, dass ich das mache, oder? Magnetmine für Tarnhel und seine Entwicklungen. Mhm. Und das Gewitterplateau für ein paar Donner-Pokémon. Was kommt hier denn noch hin? Visor kommt hier auch hin. Voltilam, Fritzelblitz, Formeo und Palimpalim. Okay, gut. Aber Plus und Minus sind für sich. Das mögen die ja auch ganz gerne. Treibsandwüste. Ein Sandan wohnt hier. Hallo Sandan. Ja, sonst noch sowas wie Knackleon. Was kommt hier noch hin? Und Tuska. Mhm. Auch sehr cool. Hier haben wir noch die Savanne. Eigentlich immer einer der ersten Dungeons, den man voll macht, weil hier die ganzen Pokémon aus der, aus der Donnerhöhle herkommen. Nidoran, weiblich, männlich, Dodo kommt hier hin, Rihorn, Kangama, Tauros, Funpi, Miltank. So viel zu die ganzen Pokémon aus der Donnerhöhle. Es ist nur Nidoran weiblich. Okay, stimmt, das andere ist ja die Steppe, ne? Aber das müsste auch hier sein. Ja, die Wildebene, genau. Ich habe die beiden gerade verwechselt. Das hier ist der, was man immer sehr schnell gefüllt kriegt. Auch wenn ihr Rettern wohnt und Traumato, aber ansonsten ist das jetzt nichts, was ewig dauert, wie ihr gerade an den Pokémon-Typen gesehen habt. Da ist nicht wirklich was Seltenes dabei. Dann haben wir hier noch den Dschungel. Da wohnt ein Tropius. Hier wohnt aber auch sowas wie Myrapla. Ich weiß gar nicht, was hier noch wohnt. Wahrscheinlich Tangela. Ja, Knofensa, Owei, Tangela, hatte ich recht. Und Sonnenkern wohnt hier auch. Und dann haben wir hier noch die antike Ruine, die kennt ihr auch schon. Genau, da wohnt die Regis, die ganzen antiken Pokémon. Ja, und hier die Rätselkammern. Hier kommen nur Inkognitos rein. In den Inkognito-Dungeons waren wir jetzt nicht, weil da gibt es auch nur Inkognitos. Und ich muss jetzt nicht alle Inkognitos haben, da bin ich... Nee. Muss nicht sein. Ja, und hier dasselbe nochmal in grün, wortwörtlich. Und dann haben wir nur noch das... Ah, ne, genau. Das Südmeer und die Südmeerinsel. Hier haben wir das Schatzmeer. Anorith wohnt hier. Was wohnt hier noch so? Sepa, Remoraid, Kanivana, Anorith und Lepiskus. Hier im Schatzmeer. Am Tiefseeboden haben wir dann Relikant und Caputo. Wahrscheinlich dann auch noch Ammonitas. Lampi wohnt hier, Lilip und Perlu. Ja, hier ist Kyokre. Das kommt auch bekannt vor. Kennen wir auch schon. Hier drüben nur Latias und Latios auf der Südinsel. Kennen wir auch. Ist aber auch sehr hübsch hier. Muss man einfach sagen.
Gut, und dann war's das. Dann gibt's noch Rayquaza zum Gucken. Jo, hi Rayquaza. Wisst ihr, wenn noch so ein Komet kommen sollte, ne? Und hier gibt's noch Mew zum Gucken. Hallo Mew. Und dann holen wir uns Arktos noch ins Team, weil die legendäre Insel haben wir ja auch noch. Und damit ist das Let's Play dann abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache, die wir tun können. Und das ist ins Bett gehen. Und dann starte ich das Spiel nochmal neu. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein Dings bekommen haben. Und mit Dings meine ich ein Bildchen. Tatsächlich, wir haben noch ein Bild bekommen. Celebi hat sein eigenes Bild. Wir sind komplett fertig mit dem Spiel. Und wir haben auch, wenn wir hier ins Abenteuerlogbuch schauen, da unten das, was uns fehlt, ist, dass wir mal einen Faxo gesehen haben. Das hatten wir leider nicht so viel Glück. Alle Partnerareale erhalten. Darunter fehlt nur noch alle Pokémon erhalten und alle Pokémon waren Anführer. Und ganz oben fehlen Freundesrettungen. Ich habe aber keine Freunde, die dieses Spiel hier spielen. Und ja, und deswegen. Und hier hinten, alle legendären Pokémon gehören zu unserem Team. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die letzten Folgen waren jetzt nicht zu langweilig. Und ich hoffe, euch hat das nicht gestört, dass ich hier die ganze Zeit mit Save States gearbeitet habe. Aber ansonsten hätte ich euch das einfach nicht zeigen können. Ihr habt gesehen, wie schwierig das ist. Das ist zu kompliziert für mich. Ich hätte es gern, dass es nicht so kompliziert für mich wäre, aber ja, leider ist es so. Also, ich hoffe, es war so genehm. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen und ja, wenn euch das hier gefallen hat, dann schaut doch einfach mal in unsere Playlists rein hier auf diesem Kanal. Da gibt es sicher irgendwas, was euch noch gefällt, auch wenn es bisher noch kein Pokémon gibt, aber kein anderes Pokémon außer das hier. Aber das wird sich klären, das verspreche ich euch. Hier werden bald so viele Pokémon-Videos auftauchen, ja, und kauft euch das Spiel, entweder für den Gameboy oder für die Switch. Und schreibt mir in die Kommentare, welcher Pokémon ihr seid. Gut, Freunde, dann hoffe ich, wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Und ja, wir sehen uns dann wann anders wieder. Bis irgendwann mal. Tschüss.